Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog. Diesmal soll es um die Huawei Petal App gehen. Das ist eine Alternative zur normalen Google Such App, die man normalerweise auf einem Android Smartphone findet. Und auf Huawei Phones findet man wahrscheinlich in Zukunft dann die Petal App. Und die ermöglicht es eben genauso wie die Google Such App eine normale Suche zu starten, aber eben auch News zu lesen. Dazu gibt es einen Newsfeed und ein paar weitere Funktionen, die ich euch jetzt in der Nahaufnahme zeigen werde. Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. So sehen wir ein ähnlicher Aufbau wie bei der Google Suche App. Wir haben also den Entdecken-Tab, wir haben Suche und wir haben das Benutzerkonto. Das allererste, was ich gemacht habe, war unter Benutzerkonten, unter Einstellungen, Sprache und Region, meine Suchsprache auf Deutsch und meine Suchregion auf Deutschland zu stellen. Dann kriege ich eben auch die Nachrichten in Deutsch angezeigt unter Entdecken. Und hier kann man sehen, habe ich also die verschiedenen politischen, sportlichen und Unterhaltungsnachrichten, die ich so gewohnt bin. Oben habe ich dann den Suchknopf und das Logo. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, hier unten auf Suche zu tippen und dann eine Suche zu starten. Und ich sehe hier auch die lokalen Top-Apps, die es gibt in meiner Region zum Beispiel. Und auch unverzichtbare Apps, die mir hier angeboten werden, genauso wie beliebte andere Apps, die ich dann auch mit einem Klick installieren kann, wie zum Beispiel Snapchat. Da klicke ich drauf und dann gelange ich in die App-Galerie, wo ich das Ganze installieren kann. Gehen wir mal zurück und gucken darauf, was passiert, wenn ich eine Suche starte. Ich habe zum Beispiel nach Neptune OS gesucht und was dann passiert ist, er startet eine Online-Suche und sucht erst einmal nach einer App. Und ihr seht, es gibt verschiedene Apps, die er mir hier anzeigt, aus verschiedenen Quellen. Meistens ist es APK Pure, manchmal ist es sogar auch Google Play. Wobei Google Play natürlich dann, wenn ich darauf klicke, nur zur Webseite führt und ich keine Möglichkeit habe, das dann auch zu benutzen. Das ist also ein bisschen kontraproduktiv. Möchte ich eine Online-Suche starten, habe ich die Möglichkeit, hier oben drauf zu tippen. Das startet in dem Fall eine Suche auf der Quant. Suchmaschine. Das ist die, die vornehmlich wahrscheinlich für Europa genutzt wird, denn hier habe ich meine Suchergebnisse und ich habe natürlich auch die Navigation. Das heißt, wenn ich hier auf zum Beispiel die Webseite draufklicke, öffnet die sich hier in diesem internen Browser und ich kann sagen, okay, das ist die Webseite, die ich haben möchte, oder nein, ich möchte zurückgehen, kann dann hier auf zurückklicken und kann dann auf was anderes gehen. Und dann sagen, okay, das ist hier die Webseite und ja, die möchte ich teilen. Oder ich habe die Möglichkeit, die Webseite in einem externen Browser zu öffnen, den Link zu kopieren oder sogar herunterzuladen. Natürlich kann ich immer wieder zurück zur Suche gehen, indem ich hier draufklicke. Je nachdem, was für eine Region ich eingestellt habe in den Einstellungen, gibt es eine andere Suchmaschine. Wechseln wir die Region auf Vereinigtes Königreich zum Beispiel. Und jetzt muss ich die App ganz kurz neu starten. Dann, wenn ich dann eine Suche starte, wieder mal nach Neptune OS zum Beispiel, wird mir als Suchmaschine Bing empfohlen. Das heißt, je nachdem, welche Region ich eingestellt habe, gibt es eine andere Online-Suchmaschine, die im Hintergrund werkelt. Die Ergebnisse für die Apps bleiben jedoch gleich. Das, was sich ändert, ist aber die Apps, die mir vorgeschlagen werden, wenn ich hier rausgehe. Die lokalen Apps könnten eventuell unterschiedlich sein. Ihr seht, ich habe nur die Lokalisierung geändert, was die Region angeht. Wenn ich noch die Suchsprache ändere, in Englisch zum Beispiel, dann würde natürlich noch mehr geändert. Jetzt hat diese App auch den Vorteil, ich kann Programme direkt installieren oder auch von APK Pure herunterladen. Wenn ich zum Beispiel nach Minecraft suche, gibt es mir eine Liste hier und aus der Liste kann ich mir einfach auswählen, was ich installieren möchte. Zum Beispiel die Demo-Version von Minecraft. Ich sage installieren und er lädt jetzt im Hintergrund
Minecraft herunter oder fragt mich, darf ich das herunterladen? Wenn ich jetzt sage ja, kann ich die APK ganz einfach installieren. Ich breche das mal ab, aber so kann ich im Grunde genommen von APK Pure auch Anwendungen herunterladen und installieren. Also ein weiterer Weg, wie man hier mit dieser App Programme installieren kann. Es gibt dann noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten, einen Incognito-Modus, Downloads, die angezeigt werden, wie beispielsweise Minecraft Trial, die habe ich schon runtergeladen, ich könnte die jetzt öffnen. Und natürlich die Einstellungsmöglichkeiten mit Sprache und Region, weil ich euch schon gezeigt habe. Eine sichere Suche, wo ich eben auch einstellen kann, wie sicher die Suche sein soll. Also ob auch unangemessene Suchergebnisse mit einbezogen werden sollen oder nicht. Und hier gibt es mir auch noch eine Erklärung, was das heißt. Und der Suchumfang auf dem Gerät lässt sich einstellen, weil es wird zuallererst auf dem Gerät gesucht. Wenn ich also in die Suche reingehe und nach Eminem suche, seht ihr, bevor ich den Suchbutton gedrückt habe, wo dann eine Online-Suche durchgeführt wird, wird bereits schon lokal gesucht und es wird auf dem Gerät zum Beispiel direkt Eminem als Interpret gefunden. Und das lässt sich in den Einstellungen unter Suchumfang einstellen, was alles auf dem Gerät selber gesucht werden soll. Soll also in Apps, Kontakten, Nachrichten, Kalender, Memo, E-Mails, Einstellungen und Musik gesucht werden. Ihr seht, das sind allesamt Huawei-eigene Apps, wo also der Zugriff erlaubt ist. Zum Beispiel kann ich nach Nachrichten oder nach Memos suchen. Dann gibt es natürlich noch eine weitere Funktion für den Desktop selber. Gehen wir mal auf den Desktop und ich mache mal hier einen neuen Desktop auf, um euch zu zeigen, dass ich da ein Widget drauf installieren kann. Und zwar kommt die Petal Search oder die Petal Suche auch mit einem eigenen Suchwidget daher. Und wenn ich das finde, kann ich das euch zeigen. Das sieht im Grunde genommen fast genauso aus wie die Google Suche. Ihr seht, Apps suchen heißt das Ganze hier in dem Fall, aber es ist etwas mehr als nur Apps, weil, wie gesagt, auch online gesucht werden kann und es können auch lokale Daten gesucht werden. Und als Widget fungiert es ähnlich wie die Google-Suche oder das Google-Widget mit der Möglichkeit eben verschiedene Sachen zu suchen. Reddit beispielsweise. Ich könnte das direkt aufrufen, wenn ich denn möchte. Das war so mein kurzer Überblick zur App, zur Petal-Such-App. Ich hoffe, euch hat das Ganze etwas gefallen und ihr habt etwas mehr darüber gelernt, wie diese Such-App jetzt aussieht. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, könnt ihr das alles im Kommentarbereich hinterlassen. Das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.